Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jöni hier und herzlich willkommen zum 33. Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute mal wieder kein Night Let's Play. Es geht mit einem normalen Let's Play weiter. Viele von euch erschrecken sich meistens hier bei meiner Begrüßung, ey. Aber so soll es ja auch sein. Und ja, Freunde, bevor wir starten, habe ich wieder erstmal einiges loszuwerden. Und zwar, wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine Mütze auf. Und das ist unsere neue Auf-Rille-Mütze hier. Die sieht richtig fresh aus, Freunde. Die kommt jetzt am Donnerstag, dem 4.2. raus an Karneval, an Altweiber. Und wir wissen noch nicht wann, genau wie viel Uhr. Müssen wir mal schauen, um wie viel Uhr. Aber die wird auf jeden Fall am Donnerstag online kommen. Und dann haben wir noch was Cooles, Freunde. Und zwar haben wir nämlich endlich haben sich so viele gewünscht. Also ich finde, die sieht mega geil aus hier. Schaut es euch an, Freunde. Die viel FIFA auf Rille Handyhülle. Die sieht einfach echt geil aus. Gibt es auch für alle Handys, für iPhone 5, iPhone 6, Samsung und so weiter. Also könnt ihr mal gerne in unserem Shop am Donnerstagabend vorbeischauen und euch eine zulegen, falls ihr möchtet. Es gibt natürlich auch Mütze und Handyhülle zusammen in einem Paket, dann ist das Ganze günstiger. Also wer von euch sowieso beides kaufen wollte, kann es gerne machen, Freunde. Und ja, dann wollte ich noch sagen hier, das wisst ihr wahrscheinlich auch hier, bis nächste Woche Montag gibt es hier die Auf-Rille-Brille in Weiß, Schwarz und Rot. 50% reduziert statt 10 Euro. Jetzt habe ich aber auch genug Werbung gemacht, Alter. Ich sollte so einer werden wie bei QVC oder HSE24. Leute, einschalten, jetzt zur letzten Sekunde. Noch 20 Sekunden, dann kostet dieser Artikel nur noch 10 Euro. Wisst ihr, wie ich meine, Alter, aber... Ja, Freunde, ich meine das natürlich auch noch gut für euch. Es haben mal wirklich viele geschrieben, Alter, wann bringt ihr mal eure Mützen endlich raus? Ist auch schon etwas spät, gebe ich ehrlich gesagt zu, Freunde. Aber es ist immer noch kalt draußen und die Mütze sieht eigentlich ganz fresh aus. Es sitzt locker, ist cool gestaltet und die Auf-Rille-Handyhülle haben wir so nach euren Wünschen gestaltet. Also ein paar von euch haben die sich auch schon selbst zugelegt. Das ist echt krass, man. Einfach habt ihr selbst die erstellt. Und ja, wir haben die mit hochwertigem Material versucht zu machen. Und die sieht auch richtig gut aus, Freunde. Also macht ihr auf keinen Fall was falsch, wer sich eine holen möchte. Ich warte. So, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Genau, das habe ich gar nicht vergessen, habe ich voll vergessen zu sagen. Wir sind jetzt hier in Syrien. Und hier sind nämlich Chloe und dieser eine Typ, wo ich denke, dass das ein Verräter ist. Dieser eine da, wie heißt der da? Okay, Sally, alles klar. Alter, komm hoch. Wie krass das hier aussieht, Mann. Wir sind hier einfach in Syrien. Bei der letzten Folge waren wir noch in Frankreich gewesen. Ey, ich liebe dieses Spiel einfach nur so, ne? Immer wieder, wenn ich sehe, Uncharted steht heute auf dem Spielplan. Ohne Witz, ich schwöre es euch. Oh mein Gott, Alter, was für eine Aussicht, ey, auf diese Stadt. Das sieht einfach so wunderschön aus. Guckt euch das mal an. Also, solche Landschaften liebe ich einfach, vor allem im Spielen. Die haben das so krass gemacht, die Grafik bei diesem Remake hier. Finde ich echt phänomenal geil, ey. Junge, Junge, ich freue mich so abnormal jetzt gerade auf dieses Uncharted-Let's Play hier. Richtig geil, ey. So, mal gucken, was hier so abgehen wird, Alter. Hier ist auf jeden Fall ein Tor. Meinst du, Sully ist schon da? Ja, da kommt er, perfekt. Ich hoffe... Hey, hilf mir mit der Tür. Komm, Sully. Halt, halt, halt. Wir wissen gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Das stimmt auch wieder. Oh ja, richtig. Siehst du, Nate ist immer zu unvorsichtig. Ich sage dir, wenn es sicher ist. Alles klar. Weil die Wachen werden den anderen wahrscheinlich gefolgt sein, Freunde. Also Chloe und dieser Typ, die werden wahrscheinlich verfolgt von den anderen, weil wir wurden ja auch verfolgt. Und deshalb ist es nicht auszuschließen, dass die auch verfolgt wurden. Deshalb müssen wir uns erstmal hier alles in Ruhe anschauen. Oh shit. Ach du Scheiße, ey. Alles gut. Alter, Nate spielt mit seinem Leben. Einigermaßen. Kranke Scheiße, ey. Es macht abnormal Bock, dieses Spiel. Ja, Freunde, Donnerstag ist Karneval, ey. Da werde ich so eskalieren wieder. Also morgen quasi. Junge, Junge, ey. Das wird abnormal geil werden. Ich freue mich richtig drauf. Karneval ist immer so ein Highlight für mich jedes Jahr. Und natürlich hat man noch ein bisschen im Hinterkopf diesen Gedanken. Ja, Scheiße, Alter. ISIS und so. Karneval. Man weiß nie, ob die was vorhaben oder nicht, ey. Das ist echt krass, Mann. Also ich wünsche natürlich auf keinen Fall, dass irgendwas passieren wird. Alter, ich hoffe es. Vor allem in Düsseldorf und Köln, da ist es ja wirklich. Sind tausende Menschen unterwegs. Okay, ist da jemand? Da sind welche. Ich habe gerade irgendwas gesehen. Da. Oh, da sind die echt. Ja, die anderen wurden auch verfolgt. Zack, in deine Fresse, Alter. Headshot. Oh, wer ist denn da am Springen wie Spider-Man? Alter. Shit. Jetzt schon. Cool, wenn er am Durchziehen ist. Der ist ja richtig motiviert. Kriegst du auch direkt wieder eine Faust runter. Verpiss dich, ey. Mann, ey. Oh. Alter, ey. Wer ballert auf uns? Ujo. Hat eine fette Uzi am Start. Nate gibt dir eine Bombe. Packt sich seine Waffe. Junge, hab ich mich erschrocken. Da unten. Alter, ey. Alter. Volleykick zu Basa in die Fresse. Alter. Wir sind fast gestorben, Mann. Hallo? Warte, wer lebt er noch? Alter, wir sind fast gerade verreckt, Freunde. Habt ihr das gesehen? Da war auf einmal einer mit seiner scheiß abgesägten Schrotflinte. Ich hab mich mega erschrocken, ey. Warum bin ich einmal so fast gestorben? Jetzt hole ich mir die erstmal alle da unten, die Pisser. Warte, guck mal jetzt. Zack, lassen wir uns kurz mal fallen. Zack. Ich sehe sie. Bam, halt die Schnauze. Zack. Bam. Zack. Das müsste es gewesen sein, oder? Oh, wir haben alles aufgeräumt. Perfekt. So, jetzt kann Sully reinkommen.
Können ihr am besten die Türe aufmachen, oder? Ja. Sully! Das ist so ein geiles Abenteuerspiel. Ich will niemals, dass das Spiel endet, Alter. Das ist so krass, Mann. Los. Alles klar. Das sage ich selten zu einem Spiel, Mann. Was du denn? Das ist genau mein Ding. Nirgendwo. Ich hoffe, das wird verfilmt, Freunde. Stellt mal vor, eine Verfilmung von Uncharted, Alter. Wisst ihr, wie geil das wäre? Na los, hilf mir doch mal. Das wäre echt krank, Mann. So eine Verfilmung von Uncharted, ey. Das wäre heftig, oder? Stellt euch das mal vor, Freunde. Ich würde mir sofort einen Film kaufen auf Blu-ray oder ins Kino gehen. Wir sind auf jeden Fall, wie gesagt, in Syrien. In letzter Folge waren wir ja in Frankreich gewesen und haben da dieses halbe Amulett gesucht. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem anderen Teil, beziehungsweise denken, dass Chloe und so die haben. Es sei denn, die wurden überrascht von den anderen. Alter, dieses Blau sieht so geil hier aus, ne? Ich liebe Blau, einfach dieses bei Nacht. Das ist eine schöne Ortschaft hier. Das muss man einfach mal gesagt haben. Es geht einmal hier hoch, dann geht es einmal hier hoch, aber dieses Tor scheint hier drüben verschlossen zu sein. Aber das kann man ganz locker easy aufschließen. Ah, da wird es wahrscheinlich weiter. Ich guck mal einfach hier. Da ist ja nicht umsonst ein Weg. So, also wie gesagt, hier in Syrien geht die Post ab, ey. So. Okay, oben wird wahrscheinlich nur ein Schatz irgendwo sein, aber wir sind ja ehrlich gesagt nicht so auf Schatzsuche. Ich war früher, wie gesagt, ein richtiger Trophäenhunter auf der PS3. Ich habe wirklich bei jedem Spiel versucht, was ich hatte, Platin zu machen. Das heißt, alle Trophäen, das heißt, da waren Aufgaben wie, finde alle Schätze im Spiel, zock das Spiel auf extrem schwer durch. Das habe ich alles gemacht, das kann ich euch auch gerne mal in der nächsten Folge beweisen, falls ihr mir das nicht glaubt. Ich habe so viel gemacht, ey, Alter. Ich habe, glaube ich, 15 oder 20 Platin-Trophäen, ey. Richtig geil, Mann, also... Das war schon damals echt eine krasse Zeit. Ich war so ein Suchti gewesen, ey. Ich war so ein Suchti nach Trophäen. Ich hatte immer so ein Duell gehabt mit einem Klassenkameraden von mir. Der meinte immer, ey, ich schaff mehr Trophäen als du, bla bla. Das war echt verdammt lustig gewesen. Ach du Scheiße, wo geht's denn da runter? Okay. Aber was soll das Ding hier? Ah, Sully kann uns dann runter sein, optimal. Da sind wir in der Kanalisation von Syrien, ey. Ja, Freunde, ich werde die Folgen natürlich so versuchen, heute ungefähr, wie sonst auch immer, so 25, halbe Stunde zu halten. Aber auch nicht allzu lang, Freunde. Ich will nicht, dass das Spiel... Ist da unten was? Oh mein Gott, okay, oh mein warte Gott. Mal. Ich schau's mir an. Okay, Sully ist da oben. Ich habe gerade schon gedacht, Alter, hier kommt gerade ein Krokodil oder so. Ist ja gar nicht tief hier. Junge, Junge. Also jetzt hätte ich ein bisschen Angst an Nature. Oh mein Gott. Da... Ach du Scheiße. Auf einmal ist da eine Wache. Ach du Scheiße. Egal. Oha, was ist denn für eine Waffe? Ah, ist eine AK? Der hat eine abgesägte Schrotflinte, glaube ich. Erstmal in die Fresse. Ah, das hol ich mir mit der abgesägten Schrotflinte, Alter. Jetzt reicht's. Zeig dich. Wir haben deine Fresse. Okay, weiter. Alter, wie Wachen hier sind, ne? Alle mit Anzüge auch und so. Hier ist irgendwas Großes am Laufen. Hier läuft eine große Scheiße, Alter. Ist ja schlimmer als Durchfall auf der Toilette. So viel Scheiße läuft hier, ey. Eieiei. Okay. Wir haben jetzt hier alles abgecheckt, ausgekundschaftet. Hier ist kein Gegner mehr. Es kann weitergehen, Nate. Nate. Aber die Frage ist, wo? Ich sehe gerade nichts. Ich renne gerade wie so ein Idiot hier im Kreis. Da liegt ein Schatz schon wieder. Guck, wie Schätze hier rumliegen einfach. Da geht's hoch. 100%, da geht's hoch. Ja, hier erstmal auf den Stein. Alles klar. Ich hoffe, die finden nicht Sully oder so halt neben den Gefangenschaft. Das ist einfach so ein... Uncharted ist so ein Actionspiel, so ein Abenteuerspiel. Man fühlt einfach mit, man versetzt sich hinein. Es ist genau mein Spiel, das sage ich euch zum 10. Mal. Ah, da ist Sully. Warte. Ganz ruhig. Zack, hier. Ganz locker easy, Sully. Ich weiß nur irgendwas noch hier. Ich kann mich noch minimal erinnern. Mein Kopf sagt mir gerade irgendwas von Bazooka. Irgendwas mit Raketenwerfer erinnere ich mich noch. Irgendwas mit Raketenwerfer. Ich schwöre es euch. Oh Mist, komm schon. Sully, hilf mir mal. Mach mal die. Ja, Mann, genau so. Das ist Tag Team, Alter. Boah, sieht ja echt schön hier aus. Was ist das, Mann? Boah, ist ja voll am Glänzen, Mann. Ohne Witz. Eieiei, ist ja voll echt. Das blendet einen richtig. So, schau mal nach. Hier wimmelt es von Agenten. Kassa und Chloe könnten Probleme haben. Ja, 100%. Könnten sie bloß sein. Der eine hat uns zu 100% verraten. Ah, da waren wir doch unten. Oh, nicht runterspringen, Nate. Okay, Sully ist von da gekommen. Das heißt, hier wird es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt mal schauen, wo es hier am besten weitergehen könnte. Erstmal hier die Umgebung auskundschaften. Okay. Ah, okay. Oh! Verdammt nochmal. Seid ihr nicht in Frankreich? Mann. Wir wollten euch retten. Vor wem denn? Wir dachten, ihr werdet entführt. Oder schlimmer. Aber wieso denn? Naja, Talbot überfiel uns im Schloss. Das war eine Falle. Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt. Ja, sie sind auf jeden Fall hier. Na, großartig. Dann sollten wir vielleicht leiser sein. Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht. Ah, ich muss mein Guthaben aufladen. Du benutzt ein Prepaid-Handy? Mann, mit Vertrag ist doch krasse Abzocke. Was? Meins ist kaputt. Was? Okay. Kommt, vergessen wir's. Geil, diese Sprüche, ey. Was wir entdeckt haben. Was habt ihr denn entdeckt? Ich habe alles hier.
Nicht nur, dass Elizabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte. Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft. Ach du Scheiße. Der britische Cold Secret Service, die School of Night, der Hellfire Club, die Order of the Golden Dawn. Sie gehören alle zusammen. Und John Dee? Und Francis Walsingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake. Sie alle wussten Bescheid. Aber für sie ging es nur um die Macht. Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht. Hey Leute. Warte. Und Marlow und Yazim? Sind vom selben Geheimorden. 400 Jahre später. Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Klar. Hier, schaut mal her. Quod est superius? Est sicut, quod est inferius. Das heißt? Wie oben, so auch unten. Und das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Schloss. Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Oh, geht doch. Oh, shit. Geil, einfach Fernbedienung runtergefallen. Mit diesem Hinweis könnten wir den Weg in die Gruft finden. Der Eingang muss hier irgendwo versteckt sein. Auf jeden Fall, ich habe echt gedacht, dass das ein Verräter ist, der Typ hier. Genau der. Der guckt doch wie so ein Verräter mich die ganze Zeit an. Der hat uns 100% verraten. Irgendwas wird mit dem noch passieren, Freunde. Irgendwas habe ich im Gefühl. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber irgendwas wird dir noch passieren. Oh, shit. Da, das ist der höchste Turm. Okay. Dann müssen wir also nur darüber. Achtung! Oh Mist! So ein Mist! Runter! Oh shit, da sind die Wachen. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen, Mann. Und jetzt? Braucht den geilen Arsch, die Chloe. Zum Turm müssen wir an ihnen vorbei. Toll. Und was ist aus Reinschleichen und Rausschleichen geworden? Was? Wir geben nicht auf! Ja, wir sind so nah dran. Kommt, wir finden einen Weg um sie herum. Okay. Versuchen ja unauffällig da rüber zu gelangen. Vielleicht. Oh, was ist das denn für eine Waffe, Alter? Geh mal. Oha, sogar mit Visier. Das ist so eine Sturmgewehrwaffe mit Visier. Richtig krank. Guck mal, das sieht gerade aus wie ein Ego-Shooter-Spiel. Habt ihr es gerade gesehen unten rechts? Heftig. Okay. Ja, komm, Alter. Nate, der ist kein. Der macht alles schön. Oder warte mal. Was war das? Bam. Ah, shit. Ich hab gedacht, der wäre alleine, der Typ, aber scheinbar doch nicht alleine. Boah, die Waffe ist eine Drei... Ah, es ist eine Dreischusswaffe, aber die geht richtig ab, Freunde. Okay, jetzt haben wir mal alle hier geweckt. Oh, shit, Alter. Okay. Hier sind doch nicht wenige Gegner. Das kann was werden, Freunde. Das wird spannend. Wir kriegen das hin. Zack, hab ich. Alter. Eine scheiß Birne. Oha. Meine Granate rückwerfen, drücken sie. Okay. Sobald. Warte. Im weißen Bereich. Zack. Und wirft die Granate zurück, okay. Ich verstehe. Das ist jetzt neu. Das war in den Teilen davor nicht so gewesen. So langsam vor. Aber ich liebe diese orientalische Musik, die ganze Zeit hier läuft. Alter, krieg ich direkt Bock auf Funny Frisch Oriental, Alter. Lecker Chips, ey. Mann, ey. Ich hab Bock auf Chips jetzt. Ohne Witz. Boah, ich gönn mir gleich eine fette Packung Chips, Mann. Ohne Fisch. Funny Frisch, Alter, gönn ich mir gleich. Produktplatzierung für Funny Frisch hier. Krass, Mann, ne? Ey, Freunde, heute ist YouTube in so einer Gesellschaft. Guck mal, das, was ich gerade sage, zum Beispiel Funny Frisch. Ich mache ja quasi jetzt Werbung für die Chips sozusagen, ne? Wisst ihr, ich könnte jetzt einfach dafür Geld verlangen von Funny Frisch. Also, ich könnte mit denen versuchen, einen Deal auszuhauen. Und, Alter, warum, ich hab die auch getroffen die ganze Zeit. Also momentan, das ist so die heutige YouTube-Gesellschaft. Man kann mittlerweile für alles Geld verlangen, aber ich bin nicht so einer. Ich könnte auch versuchen, hier Prison Break anzuschreiben. Ey Leute, mach mir mal einen Deal klar und sowas. Oder für die Chips. Ey, ich hab Funny Frisch erwähnt. Ich könnte dafür Geld haben. Es gibt einige YouTuber, die so ticken und wirklich für alles versuchen, Geld zu kriegen, was sie bekommen. Aber ihr wisst ja, für was habe ich großartig Werbung gemacht bisher? Ich hatte vielleicht insgesamt auf beiden Kanälen, auf viel FIFA und hier viel Gaming TV, 5 oder 6 Produktplatzierungen in 4 Jahren. Es gibt Leute, die haben Produktplatzierungen jede Woche. Ich will jetzt keine anspielen oder so, aber ich sag ja nur, Gewinnspiel hier, Gewinnspiel da, schaut mal da vorbei. Gehen wir hoch und sehen, was los ist. Okay. Ihr wisst schon, welche YouTuber ich meine. Ich brauche keinen Namen mehr anzusprechen. Das ist ja alles selbst erklären. Natürlich, ab und zu kann man das gerne auch machen, ey. Natürlich, aber dann muss das Produkt auch zum Kanal passen. Das wäre jetzt genauso, wenn ich jetzt hier auf viel Gaming TV. Ey Leute, schaut mal hier vorbei. Ich habe das heftigste Shampoo am Start. Klickt mal drauf, zieht euch das Shampoo rein. Ist einfach nur unnormal geil. Klar, es hat ja voll viel mit Gaming zu tun. Aber wenn dann irgendeine Firma ankommt mit einem Spiel oder so, was mir auch gefällt, was ich auch selbst zocken würde, dann warum soll man da nicht Werbung für machen und dafür eine kleine Belohnung kriegen? Oha, wer ist denn da gerade gerannt? Waren das gerade Sully und so? Ich bin gerade einfach hier runtergefallen, ich Idiot.
Hä, wo geht's denn jetzt hier genau weiter? Aber ja, Freunde, das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Also, viele Zuschauer von euch sind ja auch ziemlich jung und die wissen noch gar nicht, wie das so wirklich abläuft. Das will ich einfach mal jetzt hier erklärt haben damit. Und, also ihr braucht nicht denken, dass jeder YouTuber hier hoch und heilig ist, Alter. Jeder hat seine Tricks und Mix, wie er seine Zuschauer hier versucht. Manchmal, ich will ja jetzt nicht schlecht reden über jeden YouTuber oder so, aber viele YouTuber versuchen auch echt, ihre Zuschauer mit einem gewissen Trick ein bisschen so abzuzocken. Und, also ich von meiner Erfahrung aus kann sagen, dass ich sowas nicht bisher gemacht habe. Und ich hoffe mal, dass ihr das auch so denkt, Alter. Weil nicht, dass mir jetzt einer in die Kommentare schreibt, ey, du ziehst uns ab. Aber nein, habe ich noch nie gemacht, Alter. Mit keinem, was ich bisher gemacht habe. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da hoch, verdammte Scheiße, Alter? Und jetzt geht mein Controller wieder aus. Leck mir doch den Sack am Arschloch, Mann. So, Freunde, Controller ist am Aufladen. So muss es sein. Ja, wo waren wir gerade stehen geblieben, ey? Genau. Ja, ich habe euch ja von den Sachen erzählt mit Produktplatzierungen und sowas, mit den anderen YouTubern und so, bla bla. Aber ich will mich da... Oh, jetzt geht einfach hier weiter und ich bin hier runtergefallen, ey. Ah, aber es ist, wie gesagt, eine Geschichte für sich, Freunde. Da muss man einfach aufpassen und gucken, dass man da... Perfekt. Oh, shit. Charlie, hilf mir mal eben. Was ist das denn? Okay. Ja, würde ich sagen, das ist auch genug zu dem Thema hier. Ich brauche jetzt hier nicht alles jetzt so. Ich denke mal, die meisten von euch werden das sowieso schon wissen. Werden sie einfach. So. Durch? Ja, okay. Hups! Ist klar, runter. Optimal. Oh, wo sind wir? Alter, wo sind wir gelandet, ey? Komm, halt. Folgt mir. Oh, guck mal, viele Waffen hier liegen. Das heißt nichts Gutes, Mann. Ich will gleich locker was um die Ecke kommen. Ja, das war jetzt nur ein Teil von YouTube, Alter. Produktplatzierung. Da gibt's noch viel mehr Sachen. Da gibt's auch noch Sachen wie, ihr wisst schon, klickgeile Titel oder klickgeile Thumbnails oder so. Ich hab ehrlich, da gebe ich zu, ich hab auch ab und zu mal hier bei GTA zum Beispiel, hab ich mal ein Thumbnail drin gehabt, wo da ein Vibe etwas leichter bekleidet ist. Das passt auch zur Folge, weil da in der Folge habe ich eine Nutte geknallt. Jo. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich mach das ja auch passend, aber manche übertreiben da echt, Freunde. Da muss man echt... Also, ich finde sowas echt scheiße und unangebracht. Dass viele Leute darauf auch reinfallen und dann einfach das Video schauen, obwohl da gar nichts los ist. Aber viele Leute kriegen dafür Hate ab. Also, man muss das auch, wenn man sowas macht, auch versuchen, schlau mit einzubinden, ganz ehrlich. Man kann da nicht einfach hier denken, dass alle Zuschauer blöd... Oh, shit! Alter! Kommt der da mit einer Pumpgun? Eieiei. Okay, Freunde, jetzt reicht's. Komm, folgt mir. Okay, jetzt reicht's. Okay, jetzt konzentrieren wir uns. Jetzt habe ich genug erzählt. Der Rest könnt ihr euch bestimmt selbst zusammendenken. Das... Boah, hab ich ihn in die Fresse ge... Oh. Zack. So, jetzt soll er mit seiner scheiß Pumpgun kommen, der Pisser. Da ist er. Vorsicht, nein! Alter! Alter! Wer ist das denn? Oh, oh. Oha, das ist der neue Baba-Boss! Das ist der neue Baba-Boss! Ah, der ist tot! Die Chloe hat den einfach die Eier abgesägt, Alter, korrekt? Mit der abgesägten Schrotflinte. Badum! Alter, also, wir sind wieder komplett auf Rille, der Öni hier. So, dann müssen wir wahrscheinlich noch eine Etage höher gehen. Aber ihr müsst ja den höchsten Punkt erreichen. Könnt ihr lesen, was hier steht? Es gibt bestimmt auch arabische Zuschauer bei mir, die sowas lesen können, ne? Schreibt mir mal bitte die Übersetzung hier rein, was da steht. Also, mach mal jetzt einen Screenshot und schreibt es mir in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob... Oha. Ach du Scheiße, ey. Oha. Ach du Scheiße. Nate. Alter, Granate. Oh, oi. Klar. So ein Glück kann auch nur Nate haben. Ist der behindert? Was macht der da? Ich habe nicht mal Kreis gedrückt. Fällt der da einfach runter? Dann musst du dann links und rechts bewegen. Genau so. Aber guckt euch mal die Sterne an. Sterne auf den Himmels und den SUV. Sterne auf dem Shirt, so exklusiv. 5 Sterne Hotels oder Restaurants. Oh shit, Alter. Fängt der... Alter. Wojo. Fliegt der da runter? Wow. Oh shit. Habt ihr das gesehen? Einer... Ach du Scheiße, einer hat gerade versucht, mit Dings auf mich zu ballern. Man, habt ihr es gesehen? Mit Scheiß, wie heißt das, Mann? Mit diesem Laserpointer da links, rechts. Oh, fuck, Alter. Alter, wie der am Springen ist, der Nate. Das schafft doch kein Mensch, ey. Der Nate ist einfach unnormal. Der macht das schon mit den Sprüngen. Hui! Okay, ist ein Fenster, jetzt sind wir wieder drin. Sully, wo seid ihr, Mann? Ah, genau, da. Okay, müssen wir weiter hoch. Jetzt sind die anderen ja schon weiter hochgegangen. Ich meine, der Schrupp und dabei. Alter! Alter! Nein! Oh, mein Leben. Oh shit, hinter mir bestimmt. Wo sind die denn alle hin? Okay, hier ist keiner gerade. Ich nehme mal die Waffe, die ist abnormal heftig, Alter. Ein Schuss, sofort tot. Guck mal, zack, ein Schuss, tot. Ein Schuss, tot. Krank. Die ist heftig. Danke, Mann. Danke, Junge. Wo sind denn jetzt die anderen? Sully? Sully?
Vielleicht müssen wir ja doch eventuell raus, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, wie es hier weiter höher geht. Hier wieder arabische Inschriften. Da geht's auch nicht weiter. Guck mal, ist die Waffe einfach para. Mani para para. Da. Oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber... Sieht irgendwie so aus, ne? Oder? Nee, aber sah so aus. Ich weiß auch nicht warum, aber das sieht so locker, so unstabil aus. Oha! Was war das denn? Ist denn hier gerade explodiert, ey? Einfach so eine Gasflasche. Ne, jetzt sag mir nicht, es geht hier noch höher. Ich habe gerade echt keine Ahnung, Freunde. Wir müssen jetzt... Aber diese Musik... Was machen die da unten? Wir müssen vielleicht runter zu denen wieder. Vielleicht lebt hier noch irgendwo einer. Was ist denn los mit euch? Nee, Alter, das kann nicht sein, dass hier keiner... Also, mein erster Gedanke ist jetzt einfach rauszugehen am Fenster und da weiterzuschauen. Das ist einfach mein spontaner Gedanke. Mal gucken, ob der richtig ist oder nicht. Ja, oder? Nee. Hä? Ich weiß es nicht, Freunde. Hä? Ganz ehrlich, Freunde, wisst ihr, wo es weitergehen könnte? Ich schaue mich gerade hier um. Ich kann mir... Also hier, das ist auf jeden Fall das falsche Fenster. Aber die Musik ist mir noch zu dramatisch. Das heißt, irgendwas ist ja noch im Busch, Alter. Ist hier irgendwas ist ja noch im Busch wie George? Aber die Frage ist, wo? Da sind überall Fenster, aber die sind alle verschlossen, Alter. Ich check das nicht. Hä? Ohne Spaß, Freunde. Ich bin gerade echt am Verzweifeln, Mann. Ohne Witz. Ich versuche jetzt noch eine Minute. Wenn ich es dann nicht schaffe, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas ist hier faul, Alter. Faul wie eine abgelaufene Banane. So, hier ist ein Fenster. Oh, was ist das für ein Fenster, Mann? Ey, ich bin... Ey, gerade bin ich echt blind, oder? Locker, wenn jetzt hier noch irgendwo ein Gegner am Rundrennen ist. Ey. So, vielleicht waren wir hier noch nicht gewesen. Auf dieser... Doch, da waren wir auch. Aber wo sind wir denn wieder reingekommen? Nee, ich verstehe es gerade nicht, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder, oder? Nee, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo? Verfickte Scheiße, Alter. Renne ich die ganze Zeit hier rum wie so ein Vollidiot und finde nicht, wo es weitergeht. Was macht ihr hier überhaupt? Alter. Locker ist irgendwo noch ein Gegner, Alter. Irgendwo noch eine Missgeburt. Ja, Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. Dann werdet ihr erfahren, wo der Fehler lag. Wir waren schatzig scheiße auf den Schatz. Ey, wisst ihr was? Leck mir doch den Sack. Guck mal, ich bin die ganze Zeit hier oben rumgerannt. Mindestens 10 Minuten, Alter. Ich habe nicht im Internet nachgeguckt, wie es weitergeht oder sonst irgendwas. So einer bin ich nicht. Ich habe einfach die ganze Zeit gesucht. Und hier ist eine verdammte Scheiß-Dreckstüre. Alter! Oh, wer kommt denn da raus? Da kommt wieder so ein Baba-Boss raus. Ach du Scheiße, wie so ein Riesenbaby. Mich ja voll erschrocken, der Pisser. Komm her, hau ihn kaputt, Nate. Bam, bam, links, rechts haken. Wir weichen aus mit Dreieck. Jetzt, Alter, wird er so auf die Fresse kriegen, du Pisser. Komm her, Alter, komm her. Ich tritt dir zwischen deine Eier. Hau dich um. Zack, links, rechts, komm. Bam, bam. Wie schluckt der denn, Alter? Ist ja abnormal. Verpiss dich, Alter. Kopfnuss kannst du dir sonst wo hinstecken. Boah, Junge, was ein Kampf hier, Alter. Wie Lime Neeson in 96 Hours hier. Geht er drauf und bam, Junge, knockt ihn aus, Alter. Out of nowhere. So. Kaputt. So. Jetzt geht's hier oben weiter, ey. Hier hoch, komm schnell. Mann, 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 ey. Und ich suche die ganze Zeit, wo geht's hier weiter? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es schon vorher gesehen habt. Ich glaube, jetzt kommt irgendwas mit dem Raketenwerfer. Ich hab's oben. Hey, im Urin. Gebt uns Deckung, okay? Ja, aber ihr beeilt euch, okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Alter, krass, wie hoch wir sind, ne? Sind ja echt abnormal hoch. Irgendwas passiert jetzt, Freunde. Hier, siehst du? Wie oben, so auch unten. Aber hier sind wir richtig. Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Müssen wir gucken, wo das gleiche Zeichen ist, glaube ich, ne? Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Der Fixpunkt am Nachthimmel. Wenn wir dem runter zur Burg folgen. Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Kann ich mal sehen? Ja, ja. Ich will es zurück. Tja, kriegst du nicht zurück. Können Sie Drakes Tagebuch öffnen? Okay, müssen wir ein bisschen gucken, ja? Nimm das Teleskop. Mache ich. Okay, was heißt das denn jetzt hier? Wenn du das Teleskop nicht benutzt, gib's her. Ich finde ihn. Was muss er denn suchen? Ich benutze schon. Ah, diesen Stein. Das ist wieder irgendeine Sprache, die kein Wort versteht. Da stand irgendwas mit L2 gerade, oder?
Da. Ach du Kacke. Jetzt guckt mal mit mir, Freunde. Findet ihr das? Warte. So, wir müssen also den Polarstern finden. Warte mal. Wir müssen weiter vor. Polarstern, sucht. Ah, man muss auf den Punkt hier drauf. Damit, und da, genau da muss man den finden. Irgendwo muss der sein, Freunde. Haltet mal die Augen offen. Kann man noch zoomen? Nee, zoom geht nicht. Man kann nur diese Höhe so halten. Ich werde mal jetzt versuchen, den Weg hier lang zu gehen. Ich sehe nichts. Eventuell da hinten? Hier? Da! Da! Nee. Hä? Es muss hier aus diesem Punkt sein. Da vielleicht? Nee. Da! Nee. Wo? Da! Da ist ein Stern. Nee. Hä? Ja, leck mich doch am Zückerli, ey. Vielleicht direkt hier hinter uns? Das wär's ja. Das wär's ja echt. Du musst nur den Griff des kleinen Wagens finden. Der Polarstern müsste der hellste sein, am Ende. Der Polarstern müsste der hellste sein, am Ende? Was labert ihr da, Mann? Da hinten ist es doch hell. Da. Ey, jetzt suche ich hier wieder 10 Stunden nach diesem Polarstern, Alter. Mann, ey, wo soll das denn sein? Freunde, wenn ihr das schon mal gesehen habt, jetzt schreibt es in die Kommentare, Alter. Ich finde hier keinen verdammten Polarstern. Guck, guck mal die Karte hier an. Was heißt das hier? Urja Marja, the Big Dippler. Da ist ein Bär. Urja Minja, the Little Dippler. Polaris, the North Star. Hexagramm. As above, so below. So wie oben, so auch unten. Das heißt, wir suchen dieses Zeichen. Das muss irgendwo auch unten sein. Da kann ich doch... Ey. Warte mal. Da. Du musst nur den Griff des kleinen Wagens finden. Der Polarstern müsste der hellste sein. Am Ende. Der Griff des kleinen Wagen. Wo zur Hölle steht hier ein Wagen, Alter? Wo? Ey. Ich dreh gleich komplett durch, ne? Alter, Freunde. Ich muss das jetzt schaffen, Alter. Mein Vater will jetzt gleich schlafen gehen in 10 Minuten. Ich wollte das Let's Play eigentlich, nachdem ich das hier gefunden habe, beenden. Nur ich finde es gerade einfach nicht. Ich finde es nicht. Also, wir müssen hier draufbleiben. Und uns umschauen. Ey, das ist ja abnormal, ne? Wie kann ich das nicht finden, Freunde? Das tut mir gerade echt leid, Mann. Wenn das einer von euch schon gesehen hat, tut es mir echt leid. Dann bin ich einfach echt eine Missgeburt. Ich finde es nicht. Ich finde diese Stelle nicht. Wo soll nochmal das gleiche Zeichen sein? Wo? Du musst nur den Griff des kleinen Wagens finden. Der Polarstern müsste der hellste sein. Am Ende. Am Ende. Der Griff des kleinen Wagens. So. Ich ficke diesen kleinen Wagen. Aber richtig in den Anus. So, hier ist so eine Dachklappe. Aber ich sehe keinen kleinen Wagen. Ich sehe nur Bürger hier. Ey, das ist abnormal. Ich check's nicht. Ich checke es einfach nicht. Guck mal, ich gehe doch gerade alles durch. Alles, verdammte Scheiße. Ey, das hat ich ja noch nie gehabt, dass ich etwas nicht gefunden habe, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ich glaube, ich hab ihn, Freunde. Ey, wenn da jetzt das da hinten ist. Nee. Ey. Ey, Freunde. Ich suche hier seit 10 Minuten. Das kann nicht wahr sein, Alter. Vielleicht muss ich einfach in den Himmel gucken. Nee, oder? Vielleicht den Vollmond. Au! Jetzt bin ich Werwolf. Ey, Freunde, ich suche noch 2-3 Minuten, Alter. Wenn ich das da nicht finde, müssen wir das Let's Play hier beenden. Weil ich will nicht auf Tipp drücken. Ich will das nicht hier finden, Alter. Auf keinen Fall. Ich will das nicht mit als Tipp finden. Der hellste. Ich muss nur den Griff des kleinen Wagens finden. Da ist ein scheiß Griff, oder? Nee. Was für ein Drecksgriff. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Du musst nur den Griff des kleinen Wagens finden. Der Polarstern müsste der hellste sein. Am Ende. Ah, wir müssten wirklich in den Himmel gucken. Wir müssen so eine Figur finden im Himmel. Doch, der Polarstern. Es geht doch um Sterne. Polarstern ist ein Stern. Aber wo soll... Ey, mir wird schwindelig gleich. Ne, mir wird schwindelig. Da muss ich... Ey, wie soll ich den Polarstern finden? Sag mir das mal. Der hellste. Ich sehe nichts Helles hier. Doch, da. Der Mond ist hell. Sonst ist nichts hell. Ne, ich krieg das nicht hin, Freunde. Ich guck noch nach 2 Minuten. Wenn ich da nicht packe, dann ist vorbei. Ich verstehe es nicht. Freunde, Alter, es wurde uns angeboten, Rätsellösung zeigen, Alter. Mann, sollen wir das machen oder nicht? Komm, wir machen das zum Abschluss der Folge. Ich bin jetzt gespannt, wo das ist. Wenn das jetzt so einfach und offensichtlich war, dann raste ich aus und beiß mir in den Arsch. Wir machen das, Freunde. Weil ich will das jetzt wissen. Hä? Da habe ich doch hingeschaut, Alter. Little Dippler. Little Dippler. Ey. Das ist doch nicht deren Ernst, ne? Nur den Griff des kleinen Wagens finden. Ich schwöre auf alles, was ihr wollt. Der Stern müsste der hellste sein. Ich hab da hingeguckt. Guck.
Es passiert immer noch nichts, siehst du? Es passiert nichts. Ich hab da doch schon vorhin hingeschaut zu dem Eingang hier. Es wird immer schlimmer und schlimmer, Freunde. Rätsellösung bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Guck mal, es wird mir sogar angezeigt hier. Little Dipper. So, Little Dipper. Oben drauf. Der ist oben drauf und da ist der Eingang. Okay. Okay, alles klar. Oben drauf von der Burg. So, die Burg ist da hinten. Das heißt, hier müsste der Little Dipper sein, ey. Little Dipper in dein Arschloch. Wo? Ey, da ist doch der Eingang. Vielleicht muss ich irgendwo. Ey, wenn ich jetzt ranzoomen kann mit dem Scheißding. Ich kann damit nichts machen, Alter. Ich raste gleich aus, ey. Du musst nur den Griff des kleinen Wagens finden. Der Stern müsste der Hellste nee. Sein, am Ende. Bis gleich, Freunde. Ich check's nicht. Trotz Lösung. Trotz verdammter Lösung. Ich guck mir das jetzt mal genau an. Warte mal. So. Also, Polarstern ist ein Stern. Okay. Da ist ein verdammter Eingang. Okay. Also ein Stern und ein Eingang, das macht keinen Sinn. Vielleicht geht's ja da weiter. Aber guck mal, der Pfeil zeigt nach unten. Aber da ist doch das. Da ist noch was anderes rot markiert. North Star. Das vielleicht. Vielleicht in die Richtung schauen und dann. Ey, ich bin so am Verzweifeln, Freunde. Tut mir leid, Alter. Für manche von euch das ist das sicherlich einfach, aber für einen dummen Ernie, Alter, der kriegt es nicht hin. Guck mal, da stand er auf dem Foto genau da drüber. Vielleicht müssen wir einfach hoch? Eventuell, ich weiß es nicht. Bitte. Bitte. Komm. Nee, auch nicht. Ich check's nicht. Ich hab sie. Ja! Okay, dann suchen wir mal den Eingang. Er sollte direkt unter dem Polarstern sein. Ey, wer hätte das finden sollen? Leck mich doch am Sack. Wer hätte das finden sollen hier? Das ist zwar schon extrem hell, aber wer hätte das finden sollen, diesen Stern? Ohne Witz, niemand. Und der Eingang ist hier. Da. Das ist aber sehr gut sichtbar. Leute! Ja, eine Sekunde. Etwas zu einfach, oder? Leid. Oha. Vorsicht! Oha. Ich hab's doch gesagt, Alter. Irgendwas sagt mir, dass wir mit der Bazooka... Ich hab's gewusst, Alter. Oh shit. Jetzt müssen wir rennen. Fuck, Alter, es wird auf uns geballert. Freunde, und wisst ihr was? Ja, jetzt würde ich sagen, beenden wir das Let's Play an dieser Stelle. Jetzt ist es wieder spannend geworden. Wir haben die Stelle hinbekommen mit dem Polarstern. Wir haben ihn gefunden, Alter. Das war echt abnormal schwierig. Das muss ich einfach zugeben. Also schreibt es mir in die Kommentare, wer es von Anfang an wusste, ohne das Spiel gespielt zu haben. Also es war echt verdammt kompliziert. Aber hätte ich eigentlich drauf kommen müssen, Polarstern, was suche ich da unten? Ich muss einen Stern suchen. Vielleicht hätte ich dann früher gefunden, aber... Ist ja auch jetzt egal, Freunde. Auf jeden Fall war es jetzt auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Am Morgen geht Karneval los. Und ja, wie gesagt, ich erinnere euch nochmal dran, auf Rillebrillen bis nächste Woche hier 5 Euro. Dann unsere hier auf Rillemütze, zeige ich euch nochmal hier in die Cam. Ist richtig cool, der Aufnähe, das Ding da vorne auf Rille, viel FIFA-Logo, sieht ganz cool aus. Und was sich sehr viele von euch gewünscht haben, beziehungsweise denke ich die meisten, ist hier unsere Handyhülle, die ähnliches auf dem Markt kommt hier. Die könnt ihr nochmal sehen hier auf dem Bildschirm. Und ja, morgen in unserem Shop vorbeischauen, morgen Abend auf viel FIFA, kündigt Stefan das Ganze nochmal an und dann wisst ihr Bescheid, wann das alles online kommt. Alles klar, euer Öni ist raus, macht's gut. Morgen geht's wieder weiter hier mit, glaube ich, 2 Videos. Ich muss gucken, Donnerstag bis Montag ist ja Karneval. Ich muss schauen, wie ich das mit den Videos hinkriege, ob ich jeden zweiten Tag 2 Videos bringe oder nicht. Aber es wird, Fakt ist, jeden Tag ein Video kommen auf viel Gaming TV und auf viel FIFA jeden zweiten Tag von mir. Macht euch keine Sorgen. Haut rein, Freunde, ihr seid die Besten, macht's gut. Nächstes Mal geht's hier weiter, Alter. Ey, heute echt eine dumme Öni wieder am Start. Hab's nicht geschafft, ey. Alles klar, macht's gut und ciao.